Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder was Leckeres aus dem Crockpot. Ich werde heute einen ganz leckeren Hackbraten machen. Den werde ich ein wenig füllen und zwar mit kleingeschnittenen Gürkchen, etwas Zwiebel, einigen getrockneten Tomaten und ein klein wenig Bacon. Dafür benötige ich heute ein Kilo Rinderhackfleisch, dann drei Eier. Das sind die Zwiebelchen für die Füllung nachher, Baconscheiben, ein wenig getrocknete Tomaten, einige kleine Gürkchen, dann etwas Senf, ein wenig Tabasco, ich nehme hier das Chipotle, Pfeffer und Salz natürlich, ein Brötchen, das werde ich jetzt gleich in Milch einweichen und dann für später nochmal zum Drüberstreuen etwas Petersilie. Das Brötchen mache ich immer so in kleinere Stücken, dann nimmt es einfach ein bisschen besser Milch auf. So, rein ins Näpfchen und Milch dann rüber. Ja, wenn es dann nachher ein bisschen zu viel Milch ist, dann kann man das auspressen. So, das stelle ich mal beiseite. Und dann geht es jetzt weiter mit den Zwiebelchen. Die Zwiebel halbiere ich mir einfach, als mir dann den Streifen erstmal. Und dann einfach in feine Stückchen schneiden. Als nächstes kommen dann die Gürkchen. Die schneide ich einmal nur so längs. Und dann einfach ein kleines Stückchen schneiden. Dann die Tomaten auch einmal längs schneiden. Und auch wieder so in kleine Stückchen machen. Und zum Schluss schneide ich mir dann auch noch den Bacon klein. Da habe ich mir jetzt eine Scheibe aufgehoben. Die packe ich nachher mit in die Füllung als Ganzes rein. Den Rest schneide ich klein und der wird gleich mit angebraten. Ich habe mir jetzt schon mal so ein bisschen Fett in die Pfanne gegeben, mache das Feuer jetzt an, lasse es ein wenig heiß werden. Dann gebe ich als erstes den Speck dazu, beziehungsweise den Bacon. Das ist halt dieser Frühstücksspeck. Den verteile ich hier so ein bisschen, lasse den noch ein bisschen aus. Zwischendurch mal so ein bisschen durchrühren. Und dann können auch schon die Zwiebelchen damit dazu. Und das jetzt auch ein klein wenig anbraten lassen. Ja, und wenn die dann so ein bisschen Farbe annehmen, ich brauche also nicht richtig braun werden, dann gebe ich auch die Tomate damit zu. Und rühre das auch nochmal schön durch. Und dann können auch die Gürkchen damit bei. Ich mache dann jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Das braucht nicht viel sein. Das Ganze lasse ich jetzt hier noch so ein bisschen brutzeln. Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Da kann jetzt schon das Feuer aus. Und jetzt werde ich mich dann mit dem Hackfleisch beschäftigen. So, und weiter geht's mit dem Hackfleisch. Das Hackfleisch gebe ich erstmal in eine große Schüssel mit rein. Dann kommt das Brötchen. Das zerpflücke ich nochmal so ein bisschen. Ja, das ist schön weich geworden. Ja, ein bisschen viel Flüssigkeit ist, das gieße ich noch ein bisschen ab. Das brösel ich dann hier schon mal so ein bisschen fein und mache es da drüber. Noch ein bisschen Milch ausdrücken. Dann kommen die Eichen damit ran. Dann noch ein wenig Salz, etwas Pfeffer, ein wenig Tabasco nehme ich noch, ich nehme dieses Chipotle. Ja, da braucht man nicht so viel, wenn man es nicht so scharf mag, dann kann man das auch weglassen. Wobei ich finde,
dass Tabasco nicht so sehr scharf ist. Und zum Schluss natürlich vom guten Bautzner Senf. Da nehme ich jetzt einen kräftigen Esslöffel voll. Und dann gebe ich noch ein bisschen von der vorbereiteten Mischung, Zwiebelchen, Gürkchen und Tomate dazu. Nicht alles, nur so ein klein bisschen. Und dann das Ganze kräftig durchmischen. So, und wenn dann alles schön gut durchgemischt ist, ich stoße mir das hier noch mal ein bisschen an, dann stelle ich das erstmal beiseite und nehme jetzt erstmal einen Bogen vom Backpapier. Das packe ich dann erstmal da drauf, den Hackbraten oder die Hackmasse. Und forme das ein bisschen. So, das ein bisschen flach drücken. Und jetzt kommt ein Teil von den Gürkchen, Tomaten, Zwiebeln hier mit rein. Und dann lege ich noch die letzte Scheibe Bacon damit über. Und dann das Ganze ein bisschen zusammendrücken. Na, jetzt kommt der Speck hier wieder mit raus. Das soll nicht sein, der soll drin bleiben. So, und wenn das Ganze dann so ein schönes Brot ergibt, dann kann das Ganze jetzt in den Crockpot rein. Und rein damit. So. Ich gebe dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen Form. Das wird wahrscheinlich nachher wieder oben aufplatzen, aber das ist normal. Die restliche Mischung Gürkchen, Tomate, Zwiebel und Bacon gebe ich jetzt noch dazu. Verteile das so ein bisschen am Rand. Und dann kommt noch ein bisschen vom Gurkenwasser damit bei. Man muss also nicht unbedingt welches dazu nehmen. Ich mache das aber, ich esse das sehr gerne. Mir schmeckt das sehr gut mit diesem Aroma. Ja, das war es jetzt erstmal soweit. Der Deckel kann drauf. Ich stelle das Gerät jetzt auf Stufe 2, lasse es jetzt etwa eine Stunde lang ziehen oder heiß werden und dann stelle ich es auf Stufe 1 und lasse es dann etwa nochmal 4 bis 5 Stunden vor sich hingaren. So, jetzt mache ich mal den Deckel auf, macht man eigentlich nicht, ich tue es trotzdem. Ich will einfach mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Eine Stunde ist vergangen. Ich stelle jetzt auf Stufe 1 und lasse das Ganze jetzt nochmal gut 4 bis 5 Stunden vor sich hingaren. So, jetzt sind also etwa 4,5 Stunden vergangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, man sieht also ganz deutlich, das Fleisch ist kleiner geworden. Außenrum hat sich so eine Schicht gebildet. Das ist so das Eiweiß, was da so langsam auskocht. Das löse ich hier vorsichtig mit einem kleinen Löffelchen bzw. so einem Holzteilchen, weil das möchte ich nachher gerne noch in der Soße haben. Zum Rausnehmen nehme ich immer so einen großen Bratenwender, gehe einmal runter, lasse es noch einen kleinen Moment abtropfen und gebe es dann auf die Platte. So, das hat schon mal prima geklappt. Es soll auch schon mal vorgekommen sein, dass so ein Stückchen vom Bratenwender runtergesprungen ist. So, und dann fange ich an, das in Scheiben zu schneiden. Und mache
dann Alufolie drüber. Dann geht das nochmal so bei 90 Grad in den vorgeheizten Backofen, dass es schön warm bleibt. So, und in der Zwischenzeit werde ich hier die Soße mit dem Pürierstab nochmal überarbeiten. Ja, das ist alles noch ziemlich grob. Mal sehen, kann man schon anfassen. Ja, und dann einfach mit dem Pürierstab schön durchziehen. So, das Süßchen ist dann soweit fertig. Also da braucht man wirklich nichts mehr ranmachen, nichts mehr anzudicken oder ähnliches. Die ist also von der Konsistenz ziemlich perfekt. So, dann geht es weiter mit dem Anrichten. Als erstes gebe ich dann von meinem Kartoffeln eine Portion dazu oder auf den Teller. Dann kommt ein wenig Soße. Das mache ich über die Kartoffeln einmal. Hier habe ich so eine kleine Mulde eingearbeitet. Und dann nochmal so einen kleinen Spiegel. So, dann kommt eine Scheibe vom Hackbraten dazu. Noch so ein klein bisschen Tomate gebe ich immer außen rum. Die ist jetzt hier nur mit Pfeffer und Salz. Ohne Öl, ohne Essig oder ähnlichem. Man kann natürlich auch, wenn man es gerne mag, oder es passt sicherlich auch besser zur Winterzeit, ein bisschen Rotkohl dazu essen. Das schmeckt auch immer sehr lecker. Dann ein wenig von der Gurke, die habe ich hier ganz klein gehackt. Das mache ich auch nochmal hier so außenrum. Und ein klein wenig Petersilie. Und nochmal einen kleinen Schlag von der Soße übers Fleisch. So. So werde ich das jetzt servieren. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und sage mal Tschüss.